Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und zwar zu einem Game und das Game hat schon angefangen und ich bin viel zu spät dazugekommen und ich bin total in jeder Hinsicht jetzt schon komplett da. Das bedeutet, ich bin super zu spät. Ich habe 2 CS, die haben schon 16. Mir fehlt super viel XP und ich muss auf meinem Main im Ranked gegen Ornn Midlane spielen. Also ich kann mir gerade nicht wirklich irgendwas Schlimmeres vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Da soll ein Gank kommen, aber ja, also, ja okay, vielleicht versuchen wir es einfach mal. Machen wir mal eine W drauf. Oh, das ist gar nicht so schlecht, weil jetzt kommt die Turbo-Gang-Stelle. Hier geht's in diesem Gameplay, meine Freunde, geht es direkt los. Wir können da gleich hinflashen. Machen wir auch, weil dann können wir die Blutung noch proppen. Later! Ja, das Glück ist mit den Afkalern, oder wie ist es? Mein Greenscreen ist ein bisschen auch verdummt. Ja, scheiße, hier sind so eine Lücke. Kann ich später fixen. Es ist dunkel, es ist abends, es ist Main-Ranked. Es ist hier einiges los. Ich hoffe, der kommt hier weg. Ja, wir spielen, wie gesagt, gegen Ornn Midlane. Also... Oh Mann, Alter, das kann doch nicht. Das ist doch kein Rank auf May. Das kann man nicht. Oh Gott. So, jetzt ging ja erstmal die E. Okay, das war ein bisschen dumm, wenn ich ehrlich bin, aber ich würde sagen, wir kaufen uns hier. Wir kaufen uns mal einen Flaskpot. Einfach weil ich die Flask mag. Die Flask habe ich sehr, sehr gerne. Man muss sagen, dieses Game ist von einigen Problemen geschmiedet. Und zwar, wir haben einen Trundle Jungle und einen Ornn. Er heißt die Muschilecker, ja moin. Einen Ornn Midlane tatsächlich. Oh goddammit, in the world, dieses Game! This game drives me crazy. Very crazy. Ich wäre ready, aber ich müsste auch mal ein bisschen farmen hier, Leute. Heilige Scheiße, sag ich da. Ja, also... wir haben auf jeden Fall hier harte Gegner. Das heißt, wir können Trundle nicht so gut töten. Wir können Akali wegen der Bubble nicht so gut töten, weil sie mobil ist. Wir können Ornn nicht so gut töten. Und wir können auch Vayne, wenn sie von Janna beschützt wird, auch nicht so gut töten. Und auch Vayne generell ist schwer zu töten. Also dieses Game ist eigentlich ein Game, was ich nicht so unbedingt spielen möchte. Aber ja, wir haben auch Vorteile. Wir haben eine 3-0 Jinx. Und wir haben Bock. Bock habe ich nämlich immer. Es ist auf jeden Fall total verrückt, Leute. Es ist total verrückt. So, ich mache mal eben für die Perfektionisten. Ich kenne euch nämlich. Mal eben so ein bisschen. So, jetzt sieht es ein bisschen besser. Ah, rechts ist ein kleiner Spalt. Aber ist okay. So, also, unser Plan, was wir jetzt machen könnten, ist der Lane. Im Prinzip einfach nur pushen, überleben, nicht sterben. Roamen, Botlane roamen. Vielleicht mal ein Toplane roamen, aber vor allem Botlane roamen. Immerhin macht Ornn nicht so viel Damage. Alter, Brudi. Immer macht er keinen Schaden. Das heißt einfach die ganze Zeit immer roam, roam, roam zur Botlane vor allem. Und dann können wir, ja, einfach die Jinx. Die Jinx kann dieses Game kennen. Sie ist jetzt schon 3-0 und sie kann halt alles hier wegschreiben von den Gegnern. Das ist potenziell ein guter Plan. Dass die beiden jetzt hier in der Mitte farmen, verstehe ich nicht ganz. Finde ich etwas harsch. Bin aber begeistert, dass der Ornn Damage noch nicht zu hoch ist. Wobei, ah, habt ihr das gesehen? Ach komm. Leute, habt ihr das gesehen? Das war es. Also nee, das ist doch Quatsch. Wir brauchen Tiamat als erstes, aber kein Geld, deswegen kaufen wir erstmal das hier. Nee, Leute, das ist Quatsch. Habt ihr das gesehen? Immerhin kriege ich einen Assist, aber... Der ist die ganze Zeit so links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ich wollte gehen. Oh, das ist doch Quatsch. Habt ihr das gesehen? Das ist totaler Quatsch. Aber ist okay. Mich kann ja nichts. Ich bin von meinen Grundfesten unerschütterbar. Ich habe natürlich jetzt auch Scotch mit, was in dieser Lane total useless ist. Ich dachte, ich will jetzt gegen Akali spielen. Ich glaube, ursprünglich war ich auch gegen Akali, aber die haben dann getauscht oder so. Aber okay, es geht. Alter, dieses Spiel. Ich gehe direkt. Ich komme, Leute. Scheiß auf Farm. 17 CS. Let's go. Let's go. Ich muss hier helfen schnell. Scheiße, den hat er bekommen. Ich glaube, ich helfe lieber hier oben. No. No. Hier ist noch ein Ignite. Verbrennen. Bitte verbrennen. Bitte verbrennen. Bitte verbrennen. Ich will dich. Ich will dich. Nur dich. Ich will nur dich. Leute. Ach, come on. Ja, dann... Oh, dieses Game. Alter. Herrlich, Alter. Ich liebe das Spiel irgendwie. Also eigentlich nicht, weil ich inte komplett, aber... Heilige Scheiße. Ich habe 17 CS. Jesus Christ. Wir haben leider den Trank nicht bekommen. Das ist super schlecht. Den hätte ich super gerne gehabt. Wer hier kommt als nächstes? Erde. Danke dafür. Dann kommen wenigstens danach keine Erde-Drachen mehr. Aber Erde dürfen wir denen eigentlich... Also wenn die Erde... Na, Erde ist bei denen very strong. Jesus Christ. So, wir farmen jetzt, Leute. Hätte ich Tiamat kaufen können? Ich glaube nicht. Das kostet, glaube ich, 375.
Ja, Laning Phase, keine Ahnung, ist nicht so geil. Damage ist auch nicht so geil. Alter, Tank Design. Oh, Tank Design. Zack, so. Alter, wie oft kann der das denn machen? Hör mal auf jetzt, Brody. Ja, okay, aber 4-0 Jinx ist mehr als alles, was wir brauchen. Und ich werde den Splitting Spitting Talon und den Tower Spitting Tower Tobi Taking Talon spielen oder sowas ähnliches. So, den gönnen wir mal hier eine W durch. Könntest du mich bitte in Ruhe lassen? Bruder. So, noch eine W wäre richtig Zucker. Jetzt hat er gleich wieder seinen komischen Pillar da. Ja, Leute, ganz ehrlich, Minions werden dieses Game hier nicht machen. Wir gehen einfach direkt wieder Rome. Rome, gehen wir Botlane. Also, wir könnten auch hier bleiben. Wir machen mal hier... Ich habe zwei Pink Wards. Was ist denn hier los? Wir machen mal hier Vision weg, Leute. Vision weg machen. Ich muss demnächst mal... Ich glaube, ich werde demnächst mal so ein kleines Triad-Format machen. Also, was ist Triad so, ne? Aber wo wir dann halt wirklich konzentriert... Also, was heißt konzentriert, ne? Aber bisschen weniger Trolley-Smolly spielen. Brudi, Brudi, Brudi. So, kann er mich töten? Eigentlich hätte ich gesagt nicht, aber irgendwie, er ist halt ein Tank. Da muss ich jetzt gleich ulten, weil sonst bringt er mich um. So, wir gehen mal im Choppen. Shoppy, Shoppy, Shoppy mache. Gönnen wir uns einen Tiamat. Im Prinzip reicht es, glaube ich, wenn ich nicht mehr inter, beziehungsweise und Ohren davon abhalte, Botlane zu gehen. Das könnte potenziell reichen, aber wir müssen sehen, wir müssen sehen. So, Tiamat ist da. Schuhe wären cool. Ich weiß nicht, ob ich mir Sanguine Blade dieses Game kaufen werde. Er prügelt meinen Tau ein bisschen, aber ich denke, er geht... Ja, er geht jetzt Botlane. Ne, das muss man natürlich... Er schleicht sich, da schleicht er sich. Leute, ihr müsst jetzt Botlane reagieren. Wenn ihr da bitte gehen könntet, das wäre Zucker. Weil in der Zeit können wir auch Busche, Leute. Ich habe jetzt Diamant. Wir können in der Zeit richtig schön durchbusche. Richtig, richtig schön durchbusche. Ne, Tower Tobi taking Talon. Mein Ziel für dieses Game, 8k Tower Damage. 8k. Kriegen wir das hin? 8k ist viel, Leute. Im Durchschnitt, also es kommt immer auf die Cluster an, aber die meisten haben so 2, 3, Jungler manchmal auch weniger. Kann ich einen noch? Yo, geil, Pock. Guter Damage, Brudi, was ist das für Schaden? Gut, er hat geintet, aber was ist das für Schaden? Aber das können wir direkt nutzen für den Top-Lane-Gang, Leute. Wir gehen nämlich direkt hier rüber, essen 2, 3, 4 Tomaten. Machen wir hier einen Control Ward, zack. Ba 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 boobie boo. Ich komme. I'm coming. Coming for Christmas. Go for these, go for these. Guck mal, die ist Level 8. Die habe ich getroffen. Einmal, zweimal. Da kommt ein Daleboard. Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Und das ist Horn. Komm. Komm, komm, komm. Chine Viamo. Wenn ihr springt, dann mache ich Ult. Bra! Shinobi! Shinobi tot! Shinobi Flash! Oh, guckt euch diese Wand an, wie Pock die ist, Leute. Die ist ja komplett Pock. Wir machen jetzt so. Brä. Da hätte ich, guck mal hier, so eine. Das für Talon echt not too bad. Guck mal hier, ne? Hey, niemand benutzt die Ecken. Ich benutze die Ecken. Tobi Ecking Tobi. Nutzing Ecken Tobi. So, wir machen mal Mobby Boots. Und ich bin der flotte Tobi. Rau. So, Chibidi, Chibidi, Chinibiamo. Ich bin mir noch unsicher mit Scorch, Leute. Was haltet. Was ihr Talon-Mains unter euch? Sowohl Low Elo als auch High Elo. Was haltet ihr von... Also, ich halte Scorch für Int. Aber Kurian, Talon spielen Scorch, Absolute Focus. Damit hat man ein super starkes Early Game. Ich habe überlegt, Absolute Focus und Gathering Storm jetzt zu spielen, da Nimbus weg ist. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. In dem Matchup natürlich ist Scorch jetzt nicht so geil, weil ich A, zu spät kam und B, oh, vielleicht können wir noch eine Platte holen. Ich kam zu spät und... Oh, shit. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, nicht, nicht. Also ich kam zu spät und, ja, gegen Ohren ist halt nicht ganz so geil, ne? So, okay, die haben das noch nicht, die haben das noch nicht, die haben das... Okay, jetzt haben die es. Können wir noch was machen? Schwierig. Schwierig, ich habe keine Ult. Schwierig, sehr schwierig. Also wenn ich da jetzt hingehe, ich, sag schwierig. Aber da könnt ihr was machen, da könnt ihr was machen. Shinibiam! Was, ich habe keine Assist bekommen. Brep, 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 oh. Alter, hier ist ein Ward, ein Wardney. Okay, 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 okay. Ich bin aber der Jäger, Jäger, Jäger. Ich bin Jahrgang Tobi. Jäger, ich hab gleich die Mobi Boots. Kadons, Kadons, Kadons. Ich hab gleich auch eine Ult. Later. Ich bin wieder da. Ich bin der, der immer da ist. Ich mach. Nee, ja. Ja, okay, passt. Passt, 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 passt. So, jetzt pushen wir noch in der Mitte was.
Dieses Game, Alter. God bless it. Kaduz! 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 Oh, nice. Kadong! Kadong, Kadong. No, 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 no. Danke, Lado. So. Meint ihr, die kommt nochmal? Glaub nicht. Okay. Im Prinzip sieht's gut aus, aber die haben Tanks und Tanks scalen und scalen ist kacke. Zumindest gegen mich. So. So, so. Aber Jinx, very big, very big. Und wir sind, also wir haben 48 CS, Leute, aber wir sind, ja, also ich sag mal, wir sind okayisch, ja. Man kann von Stiftung Gutigkeitstest als okayisch abgestiefelt. Kaduz und Kaduz. Einmal sterben, bitte. Au. Kann man da so oft drüber springen, wer will? Nee, weil das, ach das, ja, man hat da nicht so eine rote Kreis gesehen, deswegen meine ich. So, mein Bing Ward steht noch. Platten sind jetzt weg. Jinx ist auch weg. Das ist nicht so geil. Was können wir machen? Tower Damage, Tobi. Ah, okay. Hier geht nichts. Dann gehen wir Top Lane. Hab leider noch keine Ult, aber let's try. Oder wir laufen hier ein bisschen durch die Gegend und gucken. Ja. Ja. I'm coming. Ich hab aber noch kurz auf Ult, Leute. Buffzen. Jetzt ist perfekt. Jetzt ist perfekt. Komm, gib mir einen Assist. Kaduz. Kaduz. Solo. I one-shotted this Akali. She didn't start leak. Okay. Tower taking. Hier wird Tower getaked. 8k Damage, Leute. 8k. Lass uns 9k sagen. 9k. Brudi, ich muss hier Cards machen. Ihr könnt mir sogar töten. Den töten wir jetzt einfach. Later. Nice Flash, Brody. Das ist ein Papier-Trundle nämlich. Der ist aus Plastik. Will der Sanguine? Ah, ne, der will seinen Dragon Item bauen. Kaduz. So, wir gehen direkt weiter. Tower. Taking Tower. Mein Pickword ist weg. Wir stellen mal eins da. Shit. Keine Minions. Soll ich den Blue nehmen? Nope. Nope. Later. Okay, wir haben jetzt Draktarblade fertig. Könnten auch Yawmoth gehen, aber ich glaube, wir gehen Draktarblade. Das könnte in diesem Game tatsächlich für Sinn sorgen. Draktarblade ist da. Und auf geht die Party. Nice, mein Pinkwatch steht da noch. Das ist mein Spion. Sehen so Spanner aus? Eigentlich, so die gucken so aus dem Busch heraus, oder? Das ist ein Spanner-Ward. Ist der Blue Buff? Guckt der eigentlich zu uns? Ja, ne? Der guckt nach hier hin. Oder guckt der nach da hinten? Ne, der guckt hier hin. Und das Watch guckt ihm mitten auf den Po. Ist ein bisschen harsch. Tower Damage. Die gehen auch unten komplett durch. Ja, sag mal. Wer hätte gedacht, guck mal Leute, nicht tilten lassen. Wer hätte gedacht, dass dieses Game so läuft? Es war am Anfang eine Also ich habe mich ja nie tilten lassen. Es war schon ziemlich bad, was am Anfang passiert ist. Und ich sag nicht, dass ich insane bin, aber ich bin geil. Aber ich weiß nicht, ob das was wird mit meinen 9k Damage hier. Ich hab schon ein bisschen gemacht. Wie viel HP hatten so ein Turm? 3, 6. Töte es! Also ein bisschen geprügelt habe ich schon. Wie wäre es, wenn wir Toplane in den Tower prügeln? Weil Leute, Objectives sind alles. Also nicht alles, weil Kills sind auch noch da, aber Objectives sind schon cool. Shit. Haben wir da durchgeworfen. Merci beaucoup. Zack, zack. Jetzt prügeln wir hier noch zwei, dreimal, oder? Wobei, ich glaube, wir brauchen zu lange dafür, oder? Komm, ein Tower-Hit. Ein oder zwei oder zehn oder 20. Ja, okay, aber die könnten wir, glaube ich, töten, der jetzt tatsächlich. Was ist denn das hier für ein Wind gerade gewesen? Ja, das ist doch Quatsch. Ach, das ist doch Quatsch. Quatsch mit Soße. So, kommt mir nochmal Damage hier? Ja, also, weiß ich nicht. Aber das Gute ist, das Game ist 1-5, 1-6, 2-4. Vor allem finde ich es immer am besten, wenn die Leute dann so Ohren Mitte picken, um nicht zu hart countern. Und dann trotzdem 6-4 gehst und ihr 1-6. Kennt ihr das so, wenn die extra euch den Tag ruinieren wollen? Und am Ende seid ihr aber der leuchtende Stern am Horizont. Also ja, ich leuchte jetzt nicht so hell wie Jinx so. Vielleicht auch nicht so wie Zack und vielleicht ist Malza auch cool, aber... Und Nami ist auch nicht schlecht, aber... Also ganz klein bisschen leuchtet vielleicht schon. Es kommt ja auch nicht immer auf die Größe an. Also,
Manchmal. Ab und zu. Kommt's nicht drauf an. So. Wie sieht's aus? Wo können wir Tower smashen? Eigentlich nur Top-Lane, weil Bot-Lane ist gar nichts mehr. Mid-Lane ist schwer, also Top-Lane. Aber wenn jetzt alle Top-Lane gehen, machen die gerade Baron? Harald. Oder der zweite? Wenn jetzt alle Top-Lane gehen, dann kann ich ja nicht mehr Top-Lane gehen, oder? So, ich habe auch noch eine Rückrunde mit der da offen. So, wir haben Ult. Komm, Rückrunde 2. Komm, Frau zu und Schnitt. Kommen Sie bitte her. Ah, das ist doch Quatsch. Ja, dann. Ja, hast gewonnen. Ich hoffe, du bist glücklich. Jetzt sind halt alle hier. Ja, ich habe auch keine Ult und ich weiß nicht, ob hier noch Akali drin ist. Ich glaube nicht. Yo! Brenn! Du Ludolf. Leute, ich bin einfach komplett zitiert, aber er brennt. Mein Kill. Okay, aber Jinx geht einfach Mitte durch. Ich glaube, Jinx ist mein wahrer Gegner, weil die einfach alle meine Türen wegnimmt. Und die Jinx ist auch einfach richtig gut, Leute. Die ist einfach richtig gut. Aber die nimmt alle meine Türen weg. Buddy. Aber bei Vayne ist halt auch immer das Ding. Entweder, also bei, du weißt nie, was du kriegst bei Vayne. Aber es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder so eine Turbo-Vayne, die einfach 10-2 geht. Oder halt diese 1-6, du wirst sie nie nützlich im Game sehen, Vayne. Also wirklich nie nützlich. Also komplett turbo-unnützlich, Vayne. Alter, ich werde Jinx-Main, glaube ich. Das ist ja übel Pock, was die macht. Ja, guck dir das mal an! Ja, geh! Die rennen einfach komplett. Jetzt gegen Akali. Go voll, zeige es. Aber mit Nami zusammen geht es aber. Aber hier, guck mal, hier wird die Nami die Vayne geflamed, die Jenna flamed die Vayne. Aber sie sagt, dass die Jenna die Lane verloren hat, ne? So läuft das nämlich immer. Es wird immer alles auf dem AD-Carry abgeschoben. Dabei sind zwei dafür verantwortlich. Da sehe ich mich. Kaduz. Guck mal hier, I one-shotted this. Very, very, very geschottet. Ja, aber schön! Schön! Können wir das wetten oder ist das Quatsch, Leute? 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 Okay, dann nicht. Sorry. Die können wir doch töten. Schöne Diamo. Ja. Oh, Tower Damage, Tower Damage, Tower Damage. Ich komm. Bitte zwei Outlets. Ein. Zwei. Zwei ist okay. Das waren 300 Damage. Das ist not too bad. Wir haben schon viel gemacht. Einiges haben wir schon. Zählt das hier? Als Tower Damage? Nee, ne? Ja, sind aber auch keine mehr da, Leute. Ist alles weg. Alles weg. Help! Help! I need somebody's help! Ja, das ist nicht schlecht, aber ich habe leider nichts mehr. Kann ich die töten mit Autojax? Auto-Attack. Die macht jetzt wieder Q. Ja, komm. Die hätte mich über Feuer heilen können, oder? Ach, man weiß es nicht. So, okay, wie sieht's aus? Das brauchen wir noch. Titel brauchen wir noch. Ansonsten. So, wo ist Jinx? Okay, sie kommt wieder. Jinx ist wieder on fire. Wie sieht's aus? Aber Leute, wir haben die 101 Farm erreicht. 100. Ah, okay, aber die Dings ist auch relativ. Also relativ big, die Agali, ne? Und ich hatte keine Ult, also. Ja, Mai. Wir haben 346 Damage mit Scorch gemacht. Klingt im Verhältnis zu 700 Damage mit Electrocute. Ich meine, die Runde war katastrophal, aber. Eigentlich viel, aber. Man muss halt auch berücksichtigen, manchmal wirfst du einfach nur so eine W und dann macht die da 11 Damage oder 20. Wie viel macht denn das jetzt? Steht da gar nicht, oder? Doch, 28. Also. Scheiße, ich habe jetzt gleich ein Item. Also weiß ich nicht. Bin ich gemischter Meinung. Ich glaube, Jinx wollte gerade sagen, die hat ein Problem, aber anscheinend auch nicht. Aber vielleicht doch. Vielleicht hat sie aber ein Problem. Ich komme, Jinx. Ich rette dich. Ich rette dich, Jinx. Ich komme, um dich zu retten. Scheiße. Ich könnte ulten, aber... Ja, dann holen wir uns die. Komm schon, schneller! Ja! No! Was? Komm, stirb! Und hier, und da, Ignite. Und. Ah, okay, Leute. Mann, ich renne runter. Bitte beende jetzt. Ich verkrafte keinen weiteren Tod. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, okay. Ja, meine Runde war ein bisschen... Harsch. Aber es war trotzdem eine lustige Runde overall.
Auch wenn es ein Ranked war, Ranked können lustig sein. Ich meine, okay, wir haben gewonnen. Wären wir so verloren, dann wäre es bestimmt auch scheiße. Aber die haben ja entschieden, Ohren in die Mitte zu packen. So, wir können jetzt mal kurz gucken, wie viel Damage wir gemacht haben. Turret Damage plus 16. Geil, Pock. Also da haben wir gar kein Damage gemacht. Also ja, also ne, also ja. So. Objective 4, Turm. Machen das mal weg. Turm! 5300! Ei, sogar Malz hat mehr gemacht als ich. Okay, Leute, das ist nicht zufriedenstellend. Das ist nicht zufriedenstellend. Aber ja, das war die Runde. Ich wünsche euch was, Leute. Haut rein. Auf Wiedersehen. Goodbye. Tschüss. Und ich hab euch lieb. Miau, miau.